Morgen. Morgen. Wir gehen rüber in die Nervenklinik. Kommt ihr mit? Sophie fährt nach Ulm. Ich komme gleich nach. Jetzt komm. Oben sind noch keine, warte. Ich geh mit. Das ist ja lächerlich, nehmen Sie Atta weg. Sie können sich nicht einfach verhaften. Sie waren die Einzigen dort oben. Mitkommen! Wir waren im psychologischen Institut. Nix! Sie haben Flugblätter dort oben runtergeschmissen. Ist doch lächerlich. Los, lassen Sie ihn los. Ich habe das Papier dort runtergeworfen. So, das wird jetzt angezeigt. Beide mitkommen. Beide mitkommen! Das hat Folgen. Auch hier an meiner Universität, glauben Sie mir. Erschüttert steht unser Volk vor dem Untergang. Herein! So viele. Das ist ja unfassbar. Sind das alle? Ja. Wegtreten. Schmidt, Sie schreiben einen Bericht. Wir kriegen auch die rotbäckigen Kleinen. Da. Der Student hat das. Raus, also mit. Da. Noch ein Flugblatt. Hergeben. Oder wollen Sie, dass ich Gewalt anwenden lasse? Gehört alles mit dazu. Moor, Staatspolizei. Herr Lädler. Herr Lädler.
Das sind die beiden vorläufig Festgenommenen. Und das ist die Schmähschrift. Ich habe die beiden. Können Sie sich ausweisen? Fräulein Sophia Magdalena Scholl? Ja. Und Herr Hans-Fritz Scholl? Ja. Sie sind Geschwister? Ja. Ja. Das schwache Geschlecht. 21 Jahre. Soll das der Widerstand gegen das Großdeutsche Reich sein, das ganz Europa im Griff hat? Der junge Mann hat in meinem Beisein versucht, dieses Papier zu zerreißen. Den hat mir ein fremder Kommilitone in die Hand gedrückt. Und ich wollte ihn vernichten, damit er mich nicht belastet. Gehört dieser Koffer Ihnen? Ja, mir. Abführen. Ich habe angeordnet, dass die Universität bis auf Weiteres abgeriegelt bleibt. Es verlässt auch niemand vom Lehrkörper oder aus der Verwaltung das Haus. Jawohl, ich bleibe selbstverständlich auch. Geh nach Hause und sag Alex, ich soll nicht auf mich warten. Los geht's. Setzen Sie sich. Scholl, Sophia.